So, und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Final Fantasy. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier wieder hochgetuckert. Und wir gucken jetzt mal, was es hier an neuen Aufgaben gibt. Beziehungsweise an neuen alten Aufgaben. Wir hatten ja noch irgendwas schon mal angefangen, was wir dann doch wieder abgebrochen hatten, weil wir erst da unten irgendwas gemacht hatten. Irgendwas war da. Hallo. Esst ihr auch ordentlich? Nee, bei uns gibt's nichts. Was kann ich für euch tun? Jagd, bitte. Was haben wir denn? Schleime? Freaky Tautis. Machen wir doch die Freaky Tautis mal tot. Passt auf euch auf. So, ja, machen wir schon. Bla 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 bla. Ist das weiterhin? 800 Meter. In die Richtung waren wir eigentlich so fast noch gar nicht weiter. Würde mich ja schon mal interessieren, was da hinten noch ist. Ach komm, wir laufen. Wir laufen. Ui, ui, ui. Was mit dem Strommasten hier passiert? Gehört er so? Zeit zu gehen. So, los geht's. Schaut sowieso alles so ein bisschen wie ein halb zerstörtes Gebiet aus, aber ist doch irgendwie hübsch. Ich kann das nicht so recht zuordnen, was tolles hier Wetter heute. Passiert ist. Ja, mir auch. Was? Tolles Wetter? Ja, mir auch. Hä? Ich glaube, das passt nicht so ganz zusammen, oder? Freaky Tautis. Dann gucken wir doch mal, was Freaky Tautis sind. Ich bin ja mal gespannt. Ja, das sind die normalen Tautis. Die sind ja überhaupt kein Problem. Los. Zack. Da ist noch einer. Mann, dahin sollst du dich warben. Hey, schaut euch den an. Naja. Alle fit? Geschickt war jetzt was anders. Naja. Wie auch immer. Kann er nicht immer perfekt laufen. Irgendwie wollte sich der nicht dahin warben, wo ich hinwarben wollte. Also mit dem Waben irgendwie habe ich da noch nicht so den hundertprozentigen Dreh raus. Meistens klappt es ja ziemlich gut, aber nicht immer. Ist das da drüben irgendwie ein riesen Bunker oder? Machen wir erstmal die Tautis da platt. Leute, bleibt wachsam. Ich habe einen Plan. Fass dich kurz. Qualität braucht Zeit. Was hat er denn jetzt? Los geht's. Okay. Den da soll ich zertrümmern. Ade. Nord, denk daran. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Okay. Wow. Das war jetzt nicht das Problem. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Diese Tautis da, die sind ja jetzt nicht wirklich stark. Da drüben auf der anderen Straßenseite, da laufen wir nachher zurück. Jetzt gucken wir uns erstmal die Seite an, was wir da alles Schönes haben. Doppelhörner. Was hast du denn? Zack. Oh, der hatte gerade irgendwelche Probleme.
Ja, komm. Oh ja, zwischen den beiden, das gefällt mir gerade gar nicht so. Du sollst da hochwaben. Da hoch. Komm, hau mal durch. Los, hau noch mal durch. Durchschuss. So, wieder ein Doppelhandsteg. Jo, schnauf erstmal ordentlich durch hier. So, jetzt sind wir gleich da. Also entweder wird das wieder so ein ewig übelster Kampf oder wir hauen die einfach ganz schnell um. Mal schauen. Ich glaube aber, wenn das schon ein Auftrag für Level 7 ist, ganz so einfach werden die doch nicht. Wo sind denn die? Die sollten doch hier irgendwo sein. Pelziges Riesenhorn. Okay. Da ist irgendwo einer. Da ist der zweite. Scheint, als wären wir fündig geworden. So, drauf. Ja, die halten ein bisschen mehr aus als die normalen Taodis. So, zack, zack, zack. Zertrümmert. Zertrümmert. Und Überraschungskombo. Bam. Lass dich von nichts aufhalten. Legst du mir den Rücken? Zack. Natürlich. Helf mal kurz mit. Hau mal die Dinger um. So. Den haben wir auch. Genauso. So. Und den haben wir auch. Naja, die waren ja gar nicht mal so schwer. Also da fand ich die anderen da schlimmer, muss ich sagen. Diese Pferde da. 1A aufgeräumt. Erzfund, Leute. Gelbsplitter, Blausplitter, Grünsplitter, Lilasplitter, was haben wir denn alles? Gelb, Rot, Blau. Gut. So. Mal gespannt, hier hinten hört es bestimmt bald irgendwo auf. Oder? Mit dem Auto ist da ein Gesperrtschild, also dass ich da nicht durchfahren kann. Warum auch immer. Da ist eine Stadt. Echt angenehm hier. Ja, das stimmt. Bin ich jetzt schon durch die Sperre durch? Nee. Was auch immer das da rechts ist. Ich glaube, die ganze Strecke könnte man auch wirklich mit dem Auto fahren, aber wir laufen doch lieber. Laufen hält fit und da die ganze Zeit sowieso pennen wollen, sollen sie laufen.
müsste aber gleich die Sperre da sein. Oder ist das das da hinten, da diese, was ausschaut wie eine Mautstelle? Naja, das ist wirklich da ganz da hinten. Aber da habe ich gar keinen Bock, bis da rinter zu latschen. Ganz ehrlich, nö. Da müssen wir bestimmt auch früh genug mit dem Auto hin. Echt angenehm hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Ach ja, schon wieder pennen, oder was? Alles gut, alles voll. Ich wollte gerade sagen, wenn hier überall wieder Dinger sind, dann kann man bestimmt hier wieder irgendwo sich hinlegen. Ein Zeltchen bauen. Wollen wir hier campen? Nö. Wie spät ist denn 13 Uhr? Willst du schon wieder campen? Wo sind wir denn? Da ist eine Kiste. Hat sich doch schon wieder gelohnt. Irgendwo. Na, da. Elektrolytkondensator. Ach, herrje. Und wehe, da oben ist nichts. Ja, toll. Hier oben ist nichts. Da ist natürlich das Tor auch wieder zu. Ich kann doch warpen. Warum kann ich denn da nicht einfach über das Tor drüber warpen? Warum funktioniert denn das nicht? Hm? Da brauche ich wahrscheinlich gar nicht hinlaufen. Die machen das Tor eh nicht auf. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Ja. Nee. Hallo. Da könnte ich doch auch einfach hochklettern. Naja, dann laufen wir mal wieder zur Tanke zurück. Gut. Wenn da nichts Aufregendes passiert, dann sehen wir uns bei der Tanke wieder. Und wenn nicht, dann sehen wir den ganzen Weg dahin. Mal schauen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es schneit. Könnt ihr auch mal gerne in den Kommentaren da lassen, ob ihr solche Wege sehen wollt, die wir einfach nur so laufen und einfach so ein paar Viecher umhauen, um zu leveln. Oder ob ich das ein bisschen kleiner, kürzer schneiden soll. Das überlasse ich euch, wie ihr es haben möchtet. Also ich finde das... Schwüle Luft. Ja. Ganze Gequappel zwischendurch, was die machen, auch manchmal ganz lustig. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Oder werde, oder will. Ja, mal schauen. Da hinten sind auf jeden Fall schon wieder ein paar Viecher. Sind wieder diese Tautis da. Die hauen wir doch gleich wieder um. Wo, was ist mit dir los? Ein paar Probleme, der Gute. Jungs, hier gibt's was zu tun. Ja. So war das nicht gedacht. So, die ersten zwei sind schon platt. Zack, wieder einer. Zack, wieder einer. Wo hast du das denn gelernt? So, und der ist auch schon platt. Ach Quatsch. Das war einfach. Läuft der da weg? Oder sind das schon die Nächsten? Ne, das sind die Nächsten. Wollte schon sagen, der läuft doch nicht etwa weg. Gehen die irgendwie mit dem Speer vielleicht besser? War doch noch irgendwo einer. Hm, das war's schon. Ach, war ja wieder easy.
Also diese Taotis finde ich mittlerweile ziemlich, ja, wie soll man sagen, angenehm. Mal gucken, ob hier hinten, hier ist wahrscheinlich auch noch irgendein Rastplatz, schätze ich mal. Hier gibt es ja mehr Rastplätze als sonst was. Kann ja hier nicht überall nur rasten, rasten, rasten. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Da wären wir also. Lässt du ihn in Ruhe? Technik, warum kriege ich bei Technik immer nur eine D? Mach doch das gar nicht wie eine D. Ich mach das wie eine 1A. Was sind das? Skorpione? Schaut so aus. Am besten nicht treffen lassen, ne? Lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Achso, das sind die Dinger. Pass besser auf, noch. Aua. Also dann. So, komm, geh auch gerade drauf. So. Naja. Da kann ich jetzt nicht ganz so stolz sein, wenn ich da zwei Skorpione umhau. Aber wenn die da rumwuseln, was soll ich denn machen? Die haben mich angegriffen. Die waren schuld. Die waren schuld. Ja. Oh, da sind wieder ein paar Pferde. Oder was auch immer das sein sollen. Können schon Pferde sein, ja. Zack. Zack, komm, die erste Mieze ist gleich platt. Da wären wir also. So. Gibt's denn hier nicht irgendwo? Da oben gibt's einen Warp-Punkt. Nimm den doch mal. So. So, die ist auch gleich platt. Zack. Zack. Wieder eine. Rums. So, auch platt. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Alles gut. Genau, dann wollen wir mal weiter. Weiß nicht, soll ich diese Schleim-Quest da mal versuchen? Oder wollen wir es noch nicht versuchen? Ich weiß es nicht, ob wir das versuchen wollen. Eigentlich irgendwie schon. Irgendwie interessiert es mich, was diese Schleime da so machen. Oder was die können. Jetzt müssen wir erstmal wieder irgendwo rasten. Es ist ja schon wieder 18 Uhr. Beziehungsweise, ja, wir bleiben im Wirtshaus über Nacht. Wir haben ja noch fast keine Punkte bekommen jetzt mittlerweile. Da liegt was. Will ich haben. Boah, jetzt geh doch mal an diesem Bäumchen da vorbei. Metallsplitter. Habt ihr mir eigentlich mal wieder was zu erzählen? Auf geht's. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Habe ich das nicht schon? Guck mal doch mal.
Sucht euch eine Karosserie. Blauer Lack, Innenraum. Walnuss, Karamell, Dunkelrot. Moosbeere. Das schaut ja natürlich auch nicht schlecht aus, so in Rot. Ach komm, wir machen den in Moosbeere. So, und? Die Felgen. Was ist mit den Felgen? Sieht man bei beiden jetzt nicht überall wirklich so viel. Machen wir einen hellblau Metallic. Whatever. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Pixelbande. Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Die hätte ich schon gern dran. Bist du dir sicher? Jo. Überlass das mir. Kostet ja nichts. Dann mach mal, Sid. Und? Entspricht das euren Vorstellungen? Jo, passt. So. Tanken. Will ich gerade nicht? Nee. War ja noch genug drin. Mal nicht töten zu müssen. So, Quest. Was das? Der hat immer ein paar Probleme irgendwie, oder? In der Klamm, in der Klemme. Eisenreifen, naja, gut. Oh, ich bin Rang 2. Cool. Gratulation. Jetzt bin ich Fährtenleser. Wollt ihr was essen? Naja, mal gucken. Das hier sind unsere Problemkinder. Wilde Schönheit. Lapan Anak. Atom Anak. Okay. Flan. Einer. Sag nicht nur einer. Ach, was soll's. Wir probieren, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wenn's gefallen hat, lass ein Däumchen da. Ich verabschiede mich erstmal. Bis dahin, macht's gut.